eine Höhle. Ist das die Höhle? Ist das der Diamant? Scheiß Creeper. Bleib mir weg. Ach, Kacke. War das da. War das, das sah ganz. Das sah nach der Diamant aus. Was ist das? War das Diamant? Und das ist. So, und damit seid grüßen den Zwerge genommen habe zu denken, Leute, zu einem neuen Part. Pokémon, nein, nicht Pokémon. Will ich noch mit dem Gedanken und einem anderen Spiel. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Hier haben wir am letzten Part geendet. Wir sind immer noch unter Tage. Wir hören einen Zombie. Und wir ernten wertvolles Material. Rotstein haben wir hier schon gefunden. Whitestone. Und weiter geht's. Vorsichtig hier rein. Dass wir hier dem Zombie entkommen. Uns aber nicht zu sehr in die Lava reingraben. Ich habe das Gefühl, wir graben uns zum Zombie hin. Der vielleicht jenseits der Wand liegt. Wir bauen uns den Weg zum Zombie frei. Oh ja, sehe ich's doch. Bleibst du draußen? Oh wei. Gold. Na, schauen wir mal, von diesem Part schon sterben. Wäre nicht so toll. Eingesammelt. Oh wei. Skelette auch noch. Oha, Skelett. Kommt rein. Stirb. Puh, ich hab's überlebt. Oh Mann, aber nicht mehr lange. Habe ich was zu essen mit? Ich glaube nicht. Nur das Dürrfleisch. Verrottetes Fleisch. Jetzt bin ich vergiftet. Das macht mich nicht mehr dolle gesund. Zwei Herzen habe ich wieder. Ja. Dann kann ich auch sterben. Ja, was hilft's? Zombie. Schnell raus hier. Zombie. Nicht treffen lassen. Verdammt. Das ganze Gold. Jetzt sind wir wieder über Tage. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind wir wieder? Wir sind jetzt ganz woanders. Ach, verdammt. Verdammt. Ich nehme mir ein Bett mit. So eine Scheiße. Unser Gold despawnt. Die ganzen Sachen. Na komm. In die Richtung war das, glaube ich. Verdammt. Ich habe mir auch kein Bett vorher aufgestellt. Es war nicht weit weg. Da leuchtet es doch schon. Schnell wieder runter. Unsere Mission: Diamanten fangen. Fangen vor allem. Diamanten holen. Geh mal schlafen. Creeper. Au. Verdammt. Mein Bett gleich mit weggesprengt oder was? Da schläfst ein und ahnst nichts Böses. Das Bett ist hier. Ja. Gleich mit wenig Herzen reingehen. Das Bett stellen wir jetzt hier auf. Wir können jetzt hier nicht schlafen, aber... Oh, Kacke. Wo ist denn jetzt mein Eingang? Hat er weggesprengt. Hier geht's runter. Läuft das Wasser hinein. Oh, wei. Alles ist da unten. Meine Fackeln, meine...
Ein Gold, meine Schätze, mein... Ach du Schande. Das Wasser hat sie alles weggespürt. Die ganzen Fackeln und so weiter. Na komm. Mein Eimer Wasser ist da unten und so weiter. Ach du Schande. Na komm. Ich will meine... Hier ist der Schacht hier wieder. Ich will meine Items wieder haben. Da ist keine Spitzhacke dabei. Ich muss mich jetzt hier runtergraben. Ja, ohne Spitzhacke ein bisschen mühselig und gefährlich. Ja, den Fallschaden, den sollten wir uns jetzt nach Möglichkeit ersparen. Ja gut, schauen wir mal, wo es runtergeht. Ja, toll. Machst du Spitze, Zwergi. Das ganze Gold wieder weg. Das ganze Geld, das Gold, Geld, ha. Ganzen Schätze, das Eisen, das Rotstein, Spitzhacke, verdammt. Jetzt greife ich mich hier mit einer Fackel runter, während das Zeug da unten finde ich nicht toll. Ja, lieber hier langsam runterbuddeln, als schnell sterben. Na, und sonst so? Und wie geht's euch so? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, jetzt könnt ihr es mir leider nicht sagen. Kann ich erst nach Veröffentlichung des Videos sehen. Ja, mir geht's nicht so gut. Ich habe in den letzten Tagen relativ schlecht geschlafen. Seit Tagen nicht mehr so gut. Hab irgendwie was mit dem... Mein Schlaf ist irgendwie kaputt. Mein Schlafrhythmus oder so. Ja, mein Schlafrhythmus geht eigentlich noch, aber... Ich weiß nicht. So, wo waren meine Schätze? Der Zombie, der lebt noch. Naja. Leben ist da relativ. Bei dem... Ich hab eine Fackel. Komm mir nicht näher. Ich bin bewaffnet. Nee, ich hab eine Fackel. Ah ja, hier sind wir wieder unten. Da ist mein Eck. Hier sind wir gestorben, oder? Wo ist mein Zeug? Mein Zeug? Spitzhacke und Kuh. Bin auch hier gestorben, oder? Mein Zeug? Alles schon despawned. Nicht in Lava fallen. Wo ist mein Zeug? Ich brauche eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke wird das hier nichts. Ich habe kein Holz mit. Können wir gleich da hochgehen. Können wir uns gleich in der Lava ertränken. Ich dachte, mein Zeug hängt hier noch irgendwo rum. Zeugs! Zeugs, wo bist du? Ich bin hier auf Diamantenhöhe. Hab hier Gold und so. Ach, verdammt. Muss mir neues Zeug holen. Ach, so ein Dreck. Das muss hier alles, ja, das muss hier. Von Lavahöhe alles wieder. Mein Wassereimer, mein... Ach. Grambelfotzel. Zombie. Dich mach ich alle. Wenn nicht, dann bin ich halt wieder oben. Wenn du jetzt wieder tötest. Wurde ich hier von dir getötet? Ist hier mein Zeugs? Das Skelett tötet mich aus der Ferne. Ja, wenigstens den Zombie hier. Den Zombie kalt gemacht. Sehr gut, Skelett. Verdammt. Na gut.
Was? Na gut, mein Bett ist versperrt. Sind wir wieder am Anfang. Ganz abseits von Gut und Böse. Von unserem Dorf und so weiter. Ach du Schande, das ist aber die Sache wieder. Oh Mann. Willkommen zu Part 1 von Minecraft Anno. So sieht's aus. Ach, Dreck. Grüße gehen raus an einen neuen Zuschauer von mir, mit dem ich letztens mal auf Discord geredet habe. Der nennt sich Ture. Der hat mich mal auf Discord gefragt. Der wollte unbedingt wissen, wie gut ich in Spielen bin. Also generell, wie gut. Also der wollte unbedingt mal was mit mir spielen. Der wollte irgendwie mal online ein Spiel mit mir machen und wollte in irgendeinem Spiel sich mal mit mir battlen und wollte sehen, wie gut ich überhaupt, wie mein Skill ist. Also wenn du diesen Part hier guckst, ich werde ihn den Part ihm mal schicken. Ich habe ihm dann gesagt, er soll mal meine Videos gucken, er soll mal meine Let's Plays gucken, dann sieht er. Also wenn er wissen will, wie mein Skill ist, dann ja, soll er Minecraft gucken. Das ist, da sieht er, dass ich keinen habe. Grüße gehen raus an Ture. Ja, an dieser Stelle. Das ist mein Skill-Level. Liegt im negativen Bereich. Das ist so irgendwo zwischen minus 100 und minus 300.000. Das ist also irgendwo in dem Spektrum. Das ist, ja, im unteren vierstelligen Minusbereich. Das ist schon wirklich, also, Schmerzensgrenze. Manchmal sogar Schmerzensgrenze übertroffen. Untertroffen. Ja. Ich bin kein Skiller. Ich habe es in diesem Part schon öfters gesagt. Also. Habe ich das in diesem Part schon gesagt? Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bin nicht der Größte. Ich bin nicht der größte Mensch mit Skill. Ich bin jetzt hier nicht der Experte, der das Spiel durchwascht, der hier ganz schnell und ganz gezielt und ohne zu sterben was schafft. Ich sterbe hier, vor allem in Minecraft sterbe ich dauernd. Es ist, ja, ist der Unterhaltungswert, der zählt bei mir, bei meinen Let's Plays. Eure Schadenfreude. Wenn ihr mich sterben seht. Etwa so. Die lustigen Szenen, die daraus entstehen. Dass ich hier wieder stundenlang durch den Wald hopse. Kürbis. Falls wir es bis nach Hause schaffen. Müssen wir ja. Nehmen wir einen Kürbis mit. Ich gehe mal lieber runter. Schwimmen hier durch den See. Es wird nachts. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so erfreulich. Na gut, dann halt heute wieder Wanderung. Hatte gehofft, eigentlich weiter in der Höhle machen zu dürfen. Aber gut. Ja, ich habe gerade eben kurz überlegt, aber den Spielstand einfach beenden können und einfach neu starten können. Aber das ist nicht. Ich habe leider Autosave eingemacht. Es ist halt, ja. Was? Eine tiefe Schlucht. Unter Wasser. Ein Wasserloch. Ich ertrinke hier. Okay. Ich ertrinke gleich wirklich hier. Rauf mit dir, Zwergi. Schnell rauf hier. Kacke. Puh. Oh, da unten ist Lava und ist das Sach dort. Das sieht mir aber sehr vertraut aus. Sach nicht.
Ist das genial. Wart mal. Können wir da einfach runter? Oder ist hier meine. Das werden wir wahrscheinlich nicht überleben, aber. Scheiß drauf, ich habe nur einen Kürbis mit dabei. Versuchen wir es mal. Da unten ist eine Höhle. Ist das die Höhle? Ist das der Diamant? Scheiß Creeper. Bleib mir weg. Ach, Kacke. Das sah nach Diamant aus. Was wir nur mit einer Spitzhacke abbauen können. Eine Eisenspitzhacke. Was ist das? Also ich bin jetzt kein Experte, aber das ist. War das Diamant? Und das ist. Im Wasser, in der Wildnis einfach. Das was? Nee, das ist doch nicht Diamant, oder? Das ist irgendein anderes seltenes Zeugs, was ich noch nie gesehen habe. Das kannst du doch nicht. Ein paar 97, das kannst du mir doch hier nicht verkaufen, oder? Na komm, ich gehe jetzt hier mal sterben. Ich will, dass es Tag wird. Stern bringt nichts, dann ist immer noch Nacht. Wir müssen wandern, bis der Morgen kommt. Und das jetzt, wir brauchen Eisen. Vielleicht finden wir in dieser Höhle dort unten dann Eisen und dann. Das ist in diesem Loch dort, mitten in der. Das ist nicht wahr, oder? Das ist. Jetzt weiß ich nicht, wo das war, wo ich mich da. Ich laufe jetzt in die richtige Richtung, habe die Richtung halbwegs gemerkt. Das schreibt das in die Kommentare mal an dieser Stelle, wenn ihr den Part guckt. Und da, wenn ihr da Experten seid, wenn ihr da wisst, wie Diamant aussieht, wenn es im Stein drin ist. War das Diamant? Das sah fast aus. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist Diamant. Bin ich jetzt hier gelandet. Kacke. Hilfe? Hilfe? Fuck, wenn ich es nicht besser wüsste. Ich weiß es besser. Das ist hier nicht mitten der. Da stammle ich jetzt nur noch vor mich hin. Und das ist aber nicht dieselbe Höhle, in der wir die ganze Zeit schon waren und in der wir vorhin gestorben sind. Ist es nicht, oder? Das sind ja zu viele Zufälle aufeinander. Es ist. Nee. Kannst du knicken? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon wieder die Orientierung verloren. Laufe dann in die falsche Richtung. Ich hab's auf Video. Nee. Jetzt bin ich so schockiert davon. Kann ich mal weiter moderieren. Ich laufe jetzt schon wieder einen ganz anderen Weg, das sehe ich doch. Lauter Monster. Ein Zombie. Tag, Herr Zombie. Lass mich leben. Gut. Des Nachts im Dunkeln. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir des Nachts herum? Irgendwie so ging das Lied. Altes Kinderlied. Wenn's nur schon heller wäre.
Ja, hör auf zu zwingen und singen, Zwergi. Kommt nichts Gutes bei rum. Da reitet so spät noch durch Nacht und Wind. Das ist der Zwergi. Der hat kein Kind. Nicht, dass ich wüsste. Wir haben ihn neu. Wir sind wir ganz woanders. Wir werden das Loch wir werden das Loch nie wiederfinden. Ja, ich weiß, Koordinaten und so weiter hätte ich mir merken können. Ja. Verdammter Creeper. Ihr seht ja auch kaum was wahrscheinlich. So tief nachts ist es ja schon. Ja, Spaß in der Wildnis. Spaß. Spaß. Wir sind hier nicht in Deponia Doomsday. Au. Au. Lass mich in Ruhe. Ja, wird hier schon gleich morgen. Ich sehe schon die Sonne am Horizont aufsteigen. Wir haben uns so verlaufen, dass wir sind so weit weg vom Dorf und so weit weg von diesem, von dem Löchlein. Oh, Schleim. Töte mich nicht. Ich habe es getötet. Aber nicht aufgesammelt. Schleims. Das kann ich nur Schleim aufs Thumbnail packen. Und das muss ja aufs Thumbnail drauf. Kein entspannter Part heute. Das ist doch hier nicht. Kann doch hier nicht wahr, Steiner. Wo sind wir denn hier gelandet? Leck mich am Arsch. Die scheiß Creeper. So, nach rechts. In die Richtung wollten wir. Jetzt bei Tageslicht vielleicht mal. Ah, Gott. Den Schweiß aus dem Gesicht wischen. Schön, schön. Rotes Blümchen. Das nehme ich mir mit. Ich bin bewaffnet. Ich habe eine Blume. Wir hätten unser Dorf einfach am Spawnpunkt bauen müssen. Das hätten wir einfach machen müssen. Einfach hier an dem Punkt, wo man als erstes im Spiel aufbaut, einfach hier, einfach da, von dort aus, einfach alle Sachen. Einfach auf einer grünen Fläche, einfach, das ist einfach das Bett an den, das ist einfach vom Spawnpunkt aus alles, das wäre einfach gewesen. Immer wenn wir irgendwie auf Wanderung sind oder irgendwie sterben und das Bett nicht parat haben und das Bett falsch gestellt haben, sind wir gleich im Dorf wieder zurück. Auf alle Fälle. Staffel 2 wollte ich jetzt eigentlich in diesem Gebirge dort machen, aber ich denke gerade drüber nach, wir müssen einfach irgendwie, das wäre einfach die, also für Noobs einfach die beste Möglichkeit, das ist einfach am Spawnpunkt dir ein neues Leben aufbauen. Ach, das kenne ich aus Folge 1. Das ist ja das Ding, wo ich mal gestorben bin. Das heißt, wir sind richtig auf unserer Wanderung Richtung Dorf. Aber falsch auf unserer Wanderung Richtung Diamant. Irgendwas Seltenes war das. Das war irgendwie, vielleicht war es auch nur hier, was ist dieses hier, Lapis Lazuli, was auch blau ist. Oder irgendein anderes Metall, was da. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf Video. Ich kann es nachher auch mal vergleichen. Aber das ist. Ich habe auch hier eine andere Version drauf. Bei der Switch-Version, die ich spiele, da sehen die Metalle auch noch ein bisschen anders aus. Also, das ist.
sind mir jetzt auf Wikipedia und so weiter, oh, nee, nicht auf Wikipedia, auf Minecraft Wiki, jetzt guckt, wie sieht Diamanterz aus. Das kann sich ein bisschen unterscheiden. Hier sehe ich etwas, was mich erfreut. Eine Brücke in der Luft. Die führt doch zum einen oder zum anderen. Zu dem Gebirge wahrscheinlich in die Richtung. Oder zum Dorf. Da geht's Richtung Dorf. Na, das ist doch ein Punkt in der Wildnis, an dem man sich orientieren kann. Ich habe eine Rose mitgenommen. Hübsch. Das ist das, was mir von meiner Reise noch, von meiner Untertagewanderung und so weiter noch erspart erhalten bleibt. Eine hübsche rote Rose. Die hebe ich mir auf. Joa. Holz. Ich crafte mir eine neue Spitzhacke und gehe da nochmal runter. Auch wenn die Diamanten wahrscheinlich fern, weit weg sind. Ich befürchte, die waren, die ich jetzt hier in dieser Wasserhöhle gesehen habe. Ganz lustig wäre es, wenn das dieselbe ist, wenn ich da. Was ist das denn doch? Das sind zu viele Zufälle auf einmal. Glaubt ihr wirklich? Wenn es das wirklich unweit von dem Punkt weg, wo ich gestorben bin. Da ist ja auch ziemlich viel Wasser. Am Ende treffen wir noch auf Diamant in den nächsten Folgen. Da wäre das Highlight von Minecraft Arno. So, ja, das scheint hier dieses Gebirge zu sein. Unser zweites Gebirge. Unser Staffel 2 Gebirge. Ich rede schon so viel von Staffel 2, dabei sind wir noch in Staffel 1. Vorbereitung auf Folge 100. Ja, was werden an Folge 100 so Spezielles machen? Wahrscheinlich nicht viel. Hoffentlich Diamant finden. Habe ich immer noch die stille Hoffnung, dass wir jetzt Folge 97, Folge 98 wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht kriegen wir es wirklich in Folge 100 hin. Das wäre sehr treffend, wenn wir dann wirklich Folge 98, 99 unter Tage noch ein bisschen rumwühlen und dann. Das wäre ein Ende, was ich mir wünschen würde. Ja, hier sind wir wieder am Punkt. Da ein bisschen rüber und dann sind wir wieder hier bei der Höhle. Da müssen wir leider für diesen Part schon enden, aber. Nächster Part 98 geht's nochmal. Hoffentlich für ein bisschen länger unter die Erde, in die Höhle. Dann schauen wir mal. Wer weiß, was da denn kommt. Vielleicht haben wir ja heute schon die Diamanten gerochen. So, ich warte jetzt hier einfach. Eine Rose. Oder Tulpe, ich weiß nicht. Lass mir hier stehen. Schäfchen. Hallo, Schaf. Du musst jetzt leider sterben. Ich brauche Nahrung unter Erde. Na komm. Stirb. Jetzt sind meine Rose wieder. Stark mit der Rose. Rosenkrieg. Buchstäblich. So. Rohes Hammelfleisch. Hammelfleisch? Du warst ein Hammel? Interessant. Gut, ja, dann ja, würde ich mal sagen, ich warte hier offscreen noch ein bisschen auf die Nacht, schlafe hier einmal im Bett und dann, ja, im nächsten Part ab in die Höhle. Hoffentlich mit mehr Glück. Müssen wir jetzt nochmal neue, ja, da unten gibt es einiges und noch einiges finden. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich. Haut da rein.
Ciao, ciao.